So, weiter geht's mit Needleman, der gut schniedeln kann. Needleman, der gut schniedeln kann? Was? Manchmal ist wirklich, deswegen mein Gehirn einfach am Stich. Okay, ich habe absolut keine Erinnerung an dieses... Was? Ich dachte, es wäre eine feste Wand. Was ist nur der... Oh, Igel. Ich habe keine Erinnerung an dieses Stage. Also nicht mal so ein... Nicht mal, dass ich sagen könnte, so ein bisschen oder so. Wow. Hey, verschwinde. Ja, das ist nicht die Definition von verschwinde. Also man kann sagen, was man will. Die Lieder sind alle irgendwie ein Abwasch. Ich finde, sie klingen alle sehr ähnlich. Nicht, dass sie schlecht klingen, um Himmels Willen. Aber sie ähneln sich alle in sich sehr stark. Was ist das? Warte mal, mein Mikrogerät. Du musst mir mal deine Augenbrauen kratzen. Ah, Augenbrauen kratzen, fantastisch. Gehen wir hier lang. B-Tool! Was soll man? Wow! Eine Kanone! Gut, das ist relativ ungefährlich. Aber ich hasse Me-Tools. Ah! Na! No. Oh, noch so ein Flieding. Kann doch immer Leben droppen, wenn man euch schon umbringt. Ah! Ich sah den Schuss auf mich zukommen, aber mein Gehirn reagiert ja nicht schnell genug. Daumen hoch, wenn ihr die Situation kennt. Nein! Dich hol ich! Nein, 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 nein! Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Du dreckiges Mito-Scheißgerät. Wow. Und tschüss. Wuhu! Ah, was zum Geier? Penis! Entschuldigung, aber ganz ehrlich, Metall Penis. Wow. Nein, lieber nicht. Jetzt. Wuhu! Bringt mich das um oder macht das nur Schaden? Normalerweise hat Megaman ja so eine Metallnadelallergie. Das ist bestimmt auch wieder nicht so einfach, wie es aussieht. Ich hab's geahnt. Aber da, cool, dass das wirklich nur die Spitze ist und nicht einen viereckigen Schadensradius hat. Lass mich nicht umbringen! Nein! Oh. Doch. Ich wollte ihn eating. Ach nö, von den ganz hier hinten. Boah, achso. Nicht von ganz oben. Gut. Nett. Und Hopsi und Hopsi. Hab's auch mal ein bisschen Geduld. Was ist mit dem Wiegel? Keine Ahnung. Huh! Huh! Raus! Hm. Bin ich hier sicher? Bin ich auch sicher? Ja. Ja, immer noch. So, oh, mach ich mal den. Hol mich hier mal Rush. Armer Rush Coil. Woo! Wow! Meins, 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 meins. Hallo, ich lasse ihn doch nicht da nicht stehen. Bin ich bescheuert? Ich brauche das Ding. Meine Meerschweinchen im Hintergrund meckern. Keine Ahnung. Bam! Ich merke, ich werde heißer dadurch. Früher wäre es ein Problem gewesen. Oh, ich wollte gar nicht hier hoch. Früher wäre es ein Problem gewesen. Habe ich noch im Callcenter telefoniert. Inzwischen habe ich da eine andere Position. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, 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 Geld. Ach du Scheiße. Du warst vorhin schon so scheiße. Boom! Au! Okay. Heißt das, ich bin schon mal Boss? Oh, tatsächlich. Needle, gib mir die Laser. Aber, oh, ich habe nur noch zwei Leben. Oh gut, dann machen wir es gleich richtig. Ich würde auch wieder so eine Testrunde machen, aber ich glaube, ich habe die Zeit nicht. Ah! Oh. Wow. Ist der Laser gut. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwas sagen, so. Ich muss aber Lesung. Tot. Oh. Das war jetzt, ehrlich gesagt, keine so große Herausforderung. Bin ich überhaupt. Ach ja, genau. Ich war schon mal bei Snake Man, aber ich hatte keine Chance ohne die richtige Waffe. Und nur noch ein Leben. You got Needle Cannon and Rush. Ah! Bin endlich. So, dann machen wir noch Snake Man. Snake Man ist jetzt dran. Oh Gott, ich werde diesen Witz jetzt bei jedem einzelnen Gegner bringen. Snake Man ist jetzt dran. Musik.
Ich spiel dies, weil ich bei Mirko gedacht hab, ich will das auch von anderen hören. Ich hab gedacht. Ja, Toaster! Ich hasse diese Toaster! Ich hasse viele. Oh ja, das ergibt Sinn. Springende Toaster, Wolken und Schlangen. Was passt nicht ins Bild? Wir haben springende Toaster, fliegende Wolken und Schlangen. Was passt nicht ins Bild? Megaman. Wow. Oh, nö, ich hab nichts zum Auffüllen. Bisschen früh, mein Freund. Stirb, nicht ich. Der schießt viermal. Au. Jetzt hat er viermal geschossen. Oh mein Gott, ich habe den Kopf an der... Was zum Geier sollen diese Schlangen überhaupt bezwecken? Huh. Huh. Wow. Ah, ich spring mal noch rein. Ich hoffe, dass hier so viel Energie rumliegt. Schlecht. Zwischenspeicherpunkt. Ich weiß es, weil ich schon ganz oft gestorben bin. Aber ich kann diese Viecher nicht. Ah, Mirko schafft das jedes Mal da vorbei, ohne von diesen Viechern getroffen zu werden. Ich nicht. Punkt. Dafür kann ich anderes. Ich sehe besser aus. Ist ja auch nicht schwer, nicht? Ah. Das sieht so geil aus mit den Dingen, die er schmeißt. Feste Stelle. So, jetzt machen wir was anders. Ich kill dich jetzt doch nicht doppelt. Warum soll ich das? Ich will sowieso erstmal die Container holen. Und wir haben nichts. Oh. Ich lebe. Ich liebe Leben. Woo! Das soll jetzt ein bisschen dauern. Na, vielleicht doch nicht so lange. Boah, boah, boah. Ist das so geil? Ich spiele auf 640 mal 480. Ich weiß übrigens nicht, warum da links der schwarze Rand ist. Aber ich habe im Hintergrund ein Hentai als Desktop-Screen-Bild. Und es ist halt leicht irritierend, wenn man immer wieder über den Bildrand gucken muss. Wow! Vier, warum? Brauchst du dich schlecht fühlen, nur weil du stirbst. Hm, Moment, vielleicht sollte ich diesen Satz nochmal überdenken. Da, wie macht er das? Aber er bleibt einfach stehen, er macht gar nichts. Die Dinger springen über einen. Ach so, die springen gar nicht auf einen drauf, die springen über einen. Wow. Okay, jetzt kann ich das auch. Nom 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 nom. Mein Hals. Jetzt haben wir nochmal den Super Mario Bros. 2 Käfer. Dann kommen wir zu Mirkos Lieblingswolkenstelle. Was ist das? Ich kann es euch nur empfehlen. Nix. Gut. Ah, ich hab Angst. Ich hab mir einen Floh ins Auge gesetzt damit. Wuhu! Diesmal wird mich keine Wolke erschrecken. Boah, Gott. Aber nein, nein, nein! Vorsicht! Tempest hat die Aufnahme von mir gesehen und so. Und ich bin ja hier gesprungen schon beim ersten Mal. Und sagt sie, ah, Mirko-Stelle, ne? Ja. Woo! Haha! Ohne zu sterben! Woohoo! So. So, Needles. Haben wir sie denn, die Needles? Der Needlemann. Der gut schniedeln kann. Oh mein Gott, it's a snake! It's a snake! It's a snake! Wow! Genau dieselbe Waffe. Na gut, dass man klar ist, dass man genau dieselbe Waffe bekommt, aber irgendwie finde ich das bei Snake gerade sehr auffällig, weil seine Waffe völlig nutzlos ist. Woohoo! Nee. Na gut, die Sage hatte ich aber auch schon mal gemacht. Inzwischen wusste ich, was auf mich zukommt. You got such Snake, yeah. Ich habe gerade perverse Gedanken mit Körperöffnungen von und Schlangen und ähnlichem. Ekelig. Tollen Death Stage habe ich noch gar nicht. Haben wir es in der Part noch? Ja. Warum nicht? Warum soll ich unnötig viele Parts machen? Ich finde es auch schön, wenn man die Zeit hat. Nicht so wie, hey, wir haben jetzt schon zwei Besiege. Ich mache mal es in der nächsten Folge. Gut, ihr werdet das hier wahrscheinlich in. Gott, der Hintergrund alles bewegt sich und blinkt. Jetzt schon. Ah, oh, du Nasenkönig.
genießen können. Aber in Zukunft ist es ja auch so, dass ich dann immer täglich hochlade. Im Übrigen, für euch, die das interessiert, das ist eines der Let's Plays, die schon komplett aufgenommen wurden, bevor der Kanal eröffnet wurde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob überhaupt jemand zuhört. Jeder, der mich jetzt sieht, schreibt mir bitte, ich höre dich. Ich will mal sehen, wer die Ersten sind, die überhaupt dieses Video gucken und drunter schreiben. Ich werde euch antworten und euch knuddeln. Reihenfolge und... egal. Ja. Achso, ich komme nicht ganz nach links. Ja. Wow! Scheiß wie ich. Hopp. Gut, das ist leicht abzuschätzen, bis wohin die gehen. Wow! Nächster. Das war doch gar nicht so schwer. Ich hab's gleich geschafft. Trotzdem bin ich von irgendwas getroffen worden. Ach Gottchen. Lasst euch doch mal was Neues einfallen. Wieso ist es ja nicht immer grün? Ich hätte ihn ja in verschiedenen Farben gemacht. Aber da kommt wieder das Mädchen im Bett durch. Wow. Friss! Scheiße, ich mal gucken, ob ich noch was auffüllen kann. Und mit der Rush Jet, nicht Rush Helikopter. Was ist das denn für Dinger? Ach du grüne Kacke, das ist diese Stelle. Hoppa, Gangnam Style. Hoppa, Gangnam Style. Lieber hier getroffen werden, als runtergeschoben werden. Na, nein, nein, nein. Genau so. Shit. Au. Hoch, hoch, hoch. Völlig egal, ich hab's überlebt. So, ich habe noch keine Spezialattacke eingesetzt. So, also kann ich, brauche ich das Ding auch nicht jetzt irgendwie speziell auswählen. Burn. Danke und vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Spielersteller. Ich mag euch. Wir machen einen Deal. Wir erstellen Mega Man 11 und nennen es Anti-Mirko. Wieso Anti-Mirko? Ich bin einer seiner größten Fans, aber ich würde all die Stellen einbauen, die er hasst. Eine nach der anderen. Gibt es alle Stellen, die ich bisher hasse? Ja. Erscheinende Blöcke. Aber es gibt keinen Menschen, der die mag. Euch mag keiner. Was ist das hier? Habe ich hier was in der Wand? Hm. Oh! Tötet mich das sofort? Nein, Gott sei Dank nicht, aber wie soll ich da durchkommen? Oh! So. Wow, au! Ich habe keine Ahnung, wie ich da schadenfrei durchkomme. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd. Nichts, nichts. Wow! Fies. Ah, na! Oh! Hm, so ist ein einfacher. Klar, der Rush Jet. Das war doch, das ist der Trick. Rush Jet, der wär's gewesen. Für alle neuen Live-Fans unter euch. Soll das funktionieren? Au! Klar, so kann ich natürlich auch machen. Ich hab 4 E-Tanks. Ich könnte ja nicht auch mal einen verwenden hierfür. Aber das mache ich, wenn ich bitte nicht durch bin oder beim Boss bin. Wow. Ich würde gerne mehrfach hier grinden, aber irgendwie springt er beim zweiten Mal immer. Ich darf das nicht zu früh machen. So, Rushy Jetty. Yeah, mein treuer Hund. Achso, ich kann ihn steuern. Ich dachte immer, der fliegt automatisch. Oh, Sprite Limit. War das das? Ja. Das ist damit jetzt irgendwie nicht so schwer gewesen. Ach, deswegen sind auch die Aufladedinger, diese 4, damit man eben Rushdead vollkriegt. Aber wen bin ich? Sparkman, das ist gut gegen Sparkman. Der war aber gegen was effektiv, den hatte ich auch schon mal. Ich glaube, ich nehme mal die Hard Knuckles. Also probieren wir den so. Achso, wir haben noch 3 Versuche. Mal gucken. Ich will nur mal gucken, ob die Waffe gut ist gegen ihn. Naja, nicht so wirklich. Nö, die gar nicht. Oh nein. Also Needles sind es nicht, aber ich kann sich sehr gut gegen ihn einsetzen. Ich habe keine Ahnung, was gegen ihn gut ist. Ich werde es zwischendurch nochmal nachgucken. Aber die Needles haben funktioniert. Das ist so geil, dass man da durchschießen kann, genauso wie er. So bam, 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 down. Und kein E-Tank verwendet. Das heißt, wir haben 4 E-Tanks voll. Spark! Flash, Attack, Dingens. You got Spark Shock.
Warum ist er rot? So, und jetzt? Er ist abgestürzt? Was? Ah, die haben aufgehört zu blinken. Wir haben nochmal 4 Gegner. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, mit wem ich hier anfangen soll. Ich werde also mit der Gemini Stage anfangen, weil ich die jetzt nicht so übel fand. Auch wenn ich nicht mehr weiß, welcher Gegner da ist. Aber erstmal machen wir einen schönen Schnitt und dann sehen wir uns wieder.